Ich heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir sollen zum Malereibedarf Bellini gehen. Ich kann mich hier nochmal umgucken. Können wir bei denen irgendwas? Auf der Bank liegt was, das können wir lesen. Tech Addict, Geheimnisse von Androiden. Wie Cyberlife seine Androiden für das Leben mit den Menschen gestaltet. VR-MMORPG erreicht 1 Milliarde Spieler. Seite 1. Geheimnisse von Androiden. Wie Cyberlife seine Androiden für das Leben mit den Menschen gestaltet. Androiden zu gestalten, die von Menschen akzeptiert werden, war eine große Herausforderung für Cyberlife. Jason Graff, Leiter der Humanisierungsabteilung bei Cyberlife, enthüllte in unserem letzten Interview einige seiner Designgeheimnisse. Die ersten Androiden waren perfekt. Sie hatten perfekte Gesichter, eine perfekte Mimik und wir erkannten früh, dass sie etwas Verstörendes an sich hatten, das den Leuten ein unbehagliches Gefühl machte. Cyberlife hatte seine Maschinen menschlicher gestaltet, damit sie in unsere Häuser kommen und neue Familienmitglieder werden konnten. Sie schufen Androiden beiderlei Geschlechts und sämtlicher Ethnien, analysierten Tausende von Stimmen, um den angenehmsten Klang zu finden. Das realistische Blinzeln wurde perfektioniert, obwohl völlig unnötig, zusammen mit Atmung, Gesichtsbehaarung und vielen menschlichen Eigenschaften. Diese perfekte Simulation des Menschen, bis in Details, die Androiden nicht benötigen, ist das Geheimnis hinter Cyberlifes Designer-Erfolg. Okay, wir können das nächste hier noch machen. Erdtemperatur seit 2000 um 3 Grad angestiegen. Green Earth, Klimawandel. Wie die Umwelt die amerikanische Gesellschaft verändert. Miami erhöht den Damm um weitere 10 Meter. Eine aktuelle US-Studie hat herausgefunden, dass mit dem Ansteigen des Meeresspiegels und der Klimaveränderung mehr und mehr Wetterextreme einhergehen und die Reichen Amerikas einst blühende Küstenstädte verlassen. Immobilien an der Küste in ehemaligen Top-Locations wie Miami und LA erleben eine Angstflucht. Denn die wohlhabenden Anwohner ziehen Besitz weiter im Inland oder in größeren Höhen vor. Das treibt die Preise in ländlicheren Gegenden nach oben und in ehemals begehrten Vierteln fallen sie in den Keller. Dies mag nach einer Gelegenheit für ärmere Amerikaner klingen, einen neuen Lifestyle zu genießen, doch die Realität sieht wenig attraktiv aus. Küstenregionen sind nicht nur regelmäßig Hochwasser, Hurricane und anderen extremen Wetter ausgesetzt, sie leiden auch unter einer Stadtflucht. Alle Dienste und Einrichtungen folgen den reicheren Kunden in neue Gebiete. Arnold Waters, spezialisiert für Stadtentwicklungen, nennt dies den Donut-Effekt, bei dem die ehemaligen Zentren der Küstenstädte ausgehöhlt werden. Die Statistik ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie sich die Klimaveränderungen auf die amerikanische Gesellschaft auswirkt. Sie verändert nicht nur das Aussehen der Umwelt, sondern auch das soziale Gefüge unserer Nation. Wow. So viel Information. Wahnsinn. Ein Spielplatz. Können wir da. Nee, wir sind hier so ein bisschen in unserem Weg hier. Bei dem können wir nichts. Das waren 12 Meilen. Noch 5 Meilen bis zum Ziel.
Genau, gib's ihm. Sag ihm, womit er zu rechnen hat. Hey, Lady. Ja, ja. Ihr Plastikidioten, ihr habt noch Zeit bis 4. Wow. Echt jetzt? Beeilt euch, ihr Plastikidioten. Ban Andreads. Andreads free in our countries. We want jobs. Ja. Und welchen Job machen Androiden? Wahrscheinlich genau den Job, den kein anderer machen möchte. Sie putzen, sie holen Zeug ab. Wir müssen echt auf grünes Licht warten. Okay, dann warten wir auf grünes Licht. Da oben, das geht runter. Es färbt sich, also das nimmt ein anderes Rot an. Man sieht dabei die Dauer, wie lange es noch braucht, bis es grün wird oder bis es wieder rot wird. Hier liegt nur ein Polizist. Kaffee. Und ein Verkäufer. Bitte sehr. Danke. Hey, weg da! Du verscheuchst noch meine Kunden. Doch gar nichts gemacht. Da, Putzer, Straßenkehrer. Das klingt echt gut. Menschliche Musik, $1, um Musik mit Seele zu hören. R2 öffnet das GPS. Hole Bestellung 847 bei Malereibedarf Bellini ab. Ja, und da sollen wir jetzt hingehen. Maschinen, meine Damen und Herren, sollen uns dienen und nicht ersetzen. Ja. 30% Arbeitslosigkeit, Millionen ohne Job. Ein Streik. Der immer ausweicht. Faszinierend. Aber. Was ist hier los? Das sollte doch in Bucht 7 sein. Klar, klingt gut. Oh, schon wieder zu. Ja, das ist nicht Bellini. Ich hab's verstanden. Der Tag wird kommen, an dem wir für unsere Arroganz zahlen müssen. An diesem Tag werden wir uns verantworten müssen für die Götzenanbetung. Götzenanbetung? Guckst du mich so an, Dämon? Ich weiß, wer du bist. Ich durchschaue dich. Du bist derjenige, durch den das Böse kommen wird. Du bist derjenige, der Detroit zerstören wird. Er sieht aus wie... Nicht der, sondern der sieht aus wie Jackson Avery. Sollten unsere Sklaven sein. Doch diese Sklaven Jackson Avery. Wir können ohne sie nicht mehr leben.
mir jetzt die ganze Zeit im Kopf herumgegangen. Jetzt weiß ich wieder, woher mir der Charakter so bekannt vorkommt. Heftig. Filmplakate. Okay, Bellini Paints. Ich denke mal, da müssen wir rein. Hallihallo. Gibt es hier noch was? Anderes? Eine Leinwand. Identifikation bestätigt. Die Bestellung Nummer 847. Das macht 6899. Bitte die Zahlung bestätigen. Natürlich. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Oh, Verkauf abgeschlossen. Total mechanisch. Ah, ich weiß nicht. Nimm den Bus nach Hause, okay. Wo ist der Bus? Oh, da war ein AP-700. So einen wollte sich doch die Familie bestellen. Anders waren wir ja eben schon. Wein und Brot. Ein Pappbecher, Wein. Keine Androiden erlaubt. Maschinen, meine Damen und Herren, sollen. Wo willst du hin, Blechbüchse? Zum Bus. Ich möchte zum Bus. Hey Leute, hier ist eine von diesen Blechbüchsen. Seht euch das Scheißding nur an! Gott, unsere Jobs und kann nicht mal aufstehen! Ja, ja, zeig sie! Mach den fertig! Hm. Ja, mach den an! Zeig sie! Ja, oh nein! Wir nehmen dich jetzt auseinander. Mach das Ding fertig. Was bringt das? Okay. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Erteilen wir das macht doch Lektion. Keinen Sinn. Ein einziger, die Androiden sind nicht schuld, sondern die Menschen, die Androiden erfunden haben. Also wenn Menschen unzufrieden sind wegen der Androiden, sind die Menschen schuld, die Androiden erfunden haben. Na los, geh weiter. Housekeeping, Babysitting, Kochen. Harte Arbeit für Androiden. Freie Zeit für Menschen. Das stand da. Okay. Wir nehmen den Bus nach Hause. Okay.
Es gibt einen Bereich nur für Androiden im Bus. Das ist doch Blödsinn. Aber alle scheinen sich damit abzufinden, nur er nicht. Interessant. Ich finde es faszinierend, die werden total unterschiedlich dargestellt. Die einen als Marcus hat den Bus genommen. Also wir haben Connor, Kara und Marcus. Oh, ich habe eine Sache übersehen. Den Hotdog-Verkäufer ansehen und dann gibt's noch was. Wir werden noch einiges übersehen.